Dann freue ich mich, dass ihr dabei seid, wenn ihr eingeschaltet habt. Und das ist heute eine Premiere, dass wir nicht direkt live sind, sondern dass wir eine vorproduzierte Folge haben. Und ich glaube, gleich durch das, was wir gemeinsam auch besprechen, wird ein Stück deutlich werden, warum das so ist. Ich will auf jeden Fall mit euch starten und sagen, dass ich mich freue, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast. Ich glaube, es wird sich sehr lohnen. Ich habe davon nämlich schon im Vorweg profitiert. Von daher hoffe ich, dass du das auch tust. Erstmal den Jingle und dann steigen wir ein. Genau, ich merke gerade, man muss sich ein bisschen umstellen, wenn man nicht live ist und wir vermissen es ein bisschen, direkt mit euch reden zu können und direkt die Reaktionen zu haben. Aber Ilka, du bist heute bei uns. Du hast schon gesagt, wenn es irgendwelche Fragen, irgendwelche Kommentare gibt, die Leute können gerne schreiben. Du bist da gewillt, auch darauf zu antworten. Von daher, wenn es irgendwas gibt, was euch interessiert, was euch irgendwie noch auf dem Herzen liegt, was euch vielleicht nicht klar war bei dem, was wir in den nächsten Minuten zusammen miteinander durchdenken, schreibt es gerne in die Kommentare. Und das ist etwas, wo wir wenigstens auf die Art bei dieser Folge gut in Kontakt bleiben können und in der Diskussion. Genau. Ich überlege, was es sonst ist. Das Obligatorische, wenn dir das gefällt und wenn du denkst, dass mehr Leute das sehen sollten. YouTube hat einen Algorithmus, der jetzt guckt, wie viele Leute geben dem einen Daumen hoch. Ich muss gucken, wo ist der Daumen? Da ist der Daumen. wie viele Leute abonnieren das und gucken das und solche Sachen, schreiben einen Kommentar. Von daher all diese Dinge, wenn du das gut findest, so kannst du es unterstützen. Und YouTube dazu zwingen, es mehr Leuten zu zeigen. Genau. Und vielleicht ist es eine Erklärung wert, dass wir tatsächlich, dass nur ich in unserem Studio sitze. Und das bedeutet, es gibt einen Grund dafür, dass Nico zu Hause ist. Er ist in seinem Büro, weil es nämlich ihm auch nicht gut geht. Und ich hoffe, dass meine Stimme durchhält, weil wir haben irgendwie gerade alles eine Phase, wo es alles nicht so optimal läuft. Und trotzdem, und das hängt damit auch zusammen, Ilka, du auch, ne? Reines, klar, das ist Leitungsweise. Ja, genau. Dass wir heute darauf umgestiegen sind. Das bringt uns an dieser Stelle zu dir, Ilka, und wir freuen uns sehr, dass du in dem Sinne, und es ist, glaube ich, es wird deutlich werden, gerade dass die Formulierung schon zutrifft, dass du dir die Mühe machst, hier Zeit mit uns zu verbringen und diese Zeit investierst. Vielen Dank dafür, dass das so möglich ist. Du bist gerade bei deinen Eltern zu Hause und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ja. Ja, vielleicht, Ilka, ein paar einfach Fakten zu dir, dass die Leute wissen, wer bist du, wo ist gerade zu Hause bei deinen Eltern und wo ist eigentlich sonst zu Hause? Wir kennen uns schon ein bisschen direkter, von daher, ich will nicht zu viele Dinge direkt ansprechen oder vorwegnehmen, aber vielleicht kurz einfach, was sollten Leute zu dir wissen? Sehr gerne, danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ich komme eigentlich aus Ostfriesland oder bin ich jetzt auch gerade, also ich bin Ostfriesin und bin dann fürs Studium vor ungefähr 5 Jahren nach Bremen gezogen und genau, das Studium konnte ich aber leider nicht so fortsetzen, wie ich es eigentlich geplant habe, weil ich sehr schwer chronisch erkrankt bin, auch schon etliche Jahre und es mir tatsächlich immer schlechter geht, ja. Genau, deswegen, du bist jetzt kurz vorm Umzug nach Oldenburg, wenn ich es richtig erinnere. Ja. Ich verwechsel Oldenburg und Osnabrück immer, von daher. Ich wollte da nicht ins Fettnäpfchen tapsen. Genau, aber sonst, ich profitiere sehr davon. Du bist bei mir im Hauskreis, so haben wir dich kennengelernt. Du hast irgendwann gesagt, hey, ich kann zwar nicht physisch zu einer Gemeinde kommen, aber ich möchte irgendwie da doch mit Leuten in Verbindung sein. Und deswegen, da hat Corona irgendwie auch mal geholfen an der Stelle. Man ist Zoom-technisch dann so fortgeschritten und gewohnt, dass das gut ging. Und doch, wir,
ich profitiere da echt von, weil du hast es schon angesprochen, dir geht's nicht gut, auch ich habe das im Vorhinein gefragt, ob ich das so sagen darf, weil man es dir eigentlich nicht wirklich ansieht. Dahinter gibt es aber eine Geschichte, weil dieser Satz nicht ansehen ist für dich nicht immer nur gut behaftet. Ja, genau, richtig. Also objektiv stimmt das natürlich, deswegen bin ich auch überhaupt nicht böse. Es ist so, dass ich ja wirklich sehr schwer krank bin und das auch schon viele, viele Jahre so geht. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich eine Diagnose bekommen habe. Und diese Phase bis zu einer Diagnose, beziehungsweise ich habe sehr viele Diagnosen, aber bis zu meinen hauptsächlichen Diagnosen, die meine Beschwerden erklären, ist sehr viel Zeit vergangen. Es waren sehr viele diffuse Beschwerden und es ist dann natürlich schwierig, auch bei anderen oder auch bei Ärzten das zu erklären. Und wenn das Kind keinen Namen hat, so, also es ist sehr schwierig. Und ja, oft, wenn dieser Satz kommt, so, aber du siehst ja gar nicht krank aus oder man sieht dir das gar nicht an, dann ist es so, dass es oft sehr viel Zweifel impliziert hat, dass ich wahrscheinlich oder eventuell nicht die Beschwerden haben könnte, von denen ich aber behaupte, dass ich sie habe. Und das ist sehr schwierig. Also ja, ich würde sagen, das ist in erster Linie so das Problem, was dann da mitschwingt, auch wenn ich natürlich verstehe, dass das objektiv erstmal so stimmt. Und es ist auch so, dass wenn ich mit einer Person spreche oder jetzt zum Beispiel mit euch, niemand weiß, wie viel Kraft mich das kostet, was ich gerade zum Beispiel für Symptome habe. Ich muss mich permanent zusammenreißen. Es läuft permanent, laufen Gedanken im Hintergrund, wie lange halte ich durch, ja, wie schaffe ich das? Und auch wenn ich mal irgendjemanden treffe, zum Beispiel ein sozialer Kontakt, was wirklich sehr selten und sehr ausgewählt vorkommt, dann ist es auch so, dass ich die ganze Zeit auch einplanen muss, auch anschließen, damit ich mich erholen kann, dass ich genug Liegezeit habe, dass ich überhaupt wieder auf normal komme. Normal gibt es bei mir eigentlich auch nicht, aber so, dass es erträglich wird. Und das sieht ja im Endeffekt niemand. Und es ist auch so die Frage, was bedeutet das denn? Also wie soll ich denn aussehen? Also was ist die Erwartung? Und da gibt es eigentlich auch zwei Richtungen. Wenn man es mir nicht ansieht, dann könnte man meinen, ja, so schlimm kann es nicht sein. Und wenn man es mir ansieht, dann ist das so nach dem Motto, ja, reiß dich doch mal zusammen oder lass dich nicht hängen. Und also es ist eigentlich egal, wie es ist. Und ja. Genau, also ich würde sagen, das meiste, was ich eigentlich so daraus gelernt habe, ist, dass das Äußere, also mein Aussehen, nicht Spiegel dessen ist, wie es mir eigentlich wirklich geht, wie es mir auch geht, wenn es niemand sieht, wenn ich alleine bin. Ich glaube, es ist okay, wenn das niemand genau weiß. Also ich glaube nicht nur, dass es okay ist, sondern ganz gut ist auch, weil ich sehr viele liebe Mitmenschen habe, die mich wirklich sehr unterstützen und es einfach nur schwächen würde. Also wenn jetzt jemand Mitleid hat, das hilft einfach nicht weiter. Und ja, von daher, ja, ich glaube, es gibt auch viele Stigmatisierungen und ja, da muss man echt aufpassen. Und ich habe eben gelernt, dass auch wenn andere, wenn man ihnen nichts ansieht, dass sie ja auch viel tragen können. Also ich glaube, sehr viele Menschen tragen sehr viel, von dem man nicht unbedingt etwas weiß. Und ja, dass ich da trotzdem wohlwollend bin und geduldig, auch wenn es mal irgendwie Situationen gibt, die nicht leicht sind, aber ja, dass die andere Person auch sehr viel mitbringen könnte, von dem ich einfach nicht weiß. Und genau, ja. Vielleicht, dass du den Leuten eine Idee gibst, was ist die Hauptdiagnose? Einfach, dass sie ungefähr einen Umriss haben. Ja, also meine Hauptdiagnose ist eine genetische Erkrankung und es wurde letztes Jahr auch ein Gendefekt tatsächlich gefunden, nachdem ich habe jetzt mittlerweile 10 Jahre Symptome und Beschwerden, also ich habe sehr, sehr lange darum gekämpft und genau, es sind noch sehr viele andere Erkrankungen, aber bei dieser genetischen Erkrankung ist es so, dass auch der ganze Körper betroffen ist, also alle Organsysteme, das Muskel-Skelett-System, eigentlich bin ich ein ziemlicher innerer Totalschaden, ehrlich gesagt. Genau, und ja, ich glaube, es macht wenig Sinn, das im Einzelnen zu erklären. Wenn da jemand allerdings Fragen hat, man kann mich immer fragen, das ist gar kein Problem, aber es ist sehr komplex und ja. Genau. Wir haben das ja am Anfang ausgemacht, dass wir fragen können und du auch ganz offen sagst, wenn du zu Sachen nicht antworten willst oder nur zum Teil antworten willst und das ist alles völlig in Ordnung. Wann war das erste Mal, dass du den Eindruck hattest, irgendwas stimmt nicht mit mir? Also irgendwas ist nicht so wie bei den anderen. Also es war tatsächlich vor 10 Jahren, dass ich das erste Symptom hatte und es mit den Jahren einfach
immer stärker geworden ist. Ich habe immer mehr Symptome bekommen. Und es war echt oft so die Frage, wie kann das alles zusammenhängen? Wie funktioniert das? Und ja, es ist mit den Jahren immer schlimmer geworden. Und ich würde sagen, seit 2017, da war es auch nochmal sehr schlimm, seitdem habe ich sehr intensiv geforscht, was es sein könnte. Ich habe leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit unserem Gesundheitssystem. Das wäre ein eigenes Kapitel. Ja, das glaube ich. Aber ich habe leider keine Hilfe tatsächlich von Ärzten bekommen. Und es war so, also man stellt sich manchmal vor, jemandem geht es nicht gut, man geht zum Arzt und dann wird man untersucht und bekommt eine Diagnose und kann das vielleicht therapieren. Und vielleicht ab dem Diagnosezeitpunkt ist es so, der Alltag ist durcheinander, alles steht auf dem Kopf. Und bei mir war es vorher schon so jahrelang, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Es wird immer schwieriger. Und ich weiß, also ich habe ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Ich weiß, dass etwas Wesentliches nicht stimmt. Und es gab auch immer so Teildiagnosen, die auch das bestätigt haben, was ich alles schon selber vorher vermutet habe. Und die ganzen letzten Jahre bestanden eigentlich hauptsächlich darin, dass ich mir wissenschaftliche Literatur angesehen habe und wirklich sehr tief in die Medizin einsteigen musste, um herauszufinden, was ich habe, sodass ich jetzt Erkrankungen habe, die so selten sind, dass meine meisten Ärzte die nicht kennen, und dass ich auch immer wieder zu neuen Komplikationen, es kommt immer wieder zu neuen Komplikationen, die auch so selten sind, dass es weltweit auch nicht viele Fälle gibt und dass es sehr schwierig ist zu diagnostizieren. Und daraus bestand eigentlich mein Alltag, das herauszufinden und dann auch Ärzte zu finden, die mir zuhören, denen ich sagen kann, was ich herausgefunden habe und wie man es nur untersuchen muss. Also teilweise gibt es gar nicht so aufwendige Untersuchungsmöglichkeiten, die durchführbar sind, wie zum Beispiel einfach Blutuntersuchungen. Und es war trotzdem oft so, dass ich da echt, wie sagt man, auf taube Ohren gestoßen bin. Also mir nicht zugehört wurde und ja, dass ich immer wieder Rückschläge erlebt habe und ja, sehr viel darum gekämpft habe. Warum mir eine Diagnose so wichtig ist, ist zum einen, dass ich das erklären kann, was mit mir los ist. Mhm. Und zum anderen, um überhaupt auch mögliche Therapien und Verordnungen zu bekommen. Also mit dieser genetischen Erkrankung habe ich die Möglichkeit, dass mir zum Beispiel Physioverordnungen ausgestellt werden, ohne dass ich zu viel diskutieren muss. Also deswegen war mir das sehr wichtig und es war eine riesige Erleichterung, als ich die Diagnose bekommen habe. Also ich habe es schon fast ein bisschen gefeiert, weil ich einfach wusste, dass es nur besser werden kann. Also ehrlich gesagt kann man nicht viel machen bei dieser Erkrankung. Es ist alles symptomatisch und wenn überhaupt, bei mir gibt es noch viele Komplikationen, die auch die Behandlungsmöglichkeiten sehr stark einschränken. Beispielsweise, also die Erkrankung, die ich habe, die ist immer unterschiedlich ausgeprägt und ich bin leider sehr schwer betroffen. Und es steht gerade eine Operation an und die ist auch wirklich dringend. Also die Risiken sind sehr, sehr hoch. Ich brauche diese OP sehr dringend, aber ich kann nicht operiert werden. Das heißt, ich bin so in der Schwebe, es gibt keinen Ausweg und die Ärzte können mir auch nicht helfen. Sie sagen mir eigentlich nur, es tut uns leid, wir wissen um das Risiko, aber das müssen Sie selbst entscheiden. Und deswegen bin ich sehr alleine damit, ja. Genau, und da muss ich dann schauen, was ich mache und vorangehen und ja. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, die Folge heißt, was, wenn Gott meine Gebete nicht erhört? Und wir drehen uns gerade eher um Krankheit und um schwierige Dinge, die Verbindung ist oder warum wir auch gebeten haben. Also für dich, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil das kam in deiner Vergangenheit auch immer mal wieder auf, dass Leute dann gesagt haben, oh, da beschwert sich einfach nur jemand und braucht einfach nur jemanden, der ihm zuhört und da sagt, oh ja, du hast es ja auch schwer. Das ist nicht der Grund. Wir haben dich gebeten, da ein bisschen Einblick zu geben und das alles zu erzählen, auch die Schwierigkeiten. Nicht weil wir das Gesundheitssystem irgendwie schwierig finden oder schlecht machen wollen oder es ging uns nur darum zu zeigen, deine Geschichte ist an vielen Stellen mit sehr viel Leid, mit sehr viel auch immer wieder Hoffen, dann doch nicht, Hoffen und dann vielleicht doch nicht und auch nicht einfachen, wie du es gerade beschrieben hast, Entscheidungen gepflastert. Trotzdem bist du aber mit Gott unterwegs.
Und ja. Jetzt glaubt man an einen Gott, der heilen kann, wo in der Bibel steht, dass er Leute gesund macht und wo Gebet immer wieder als etwas ist. Und das ist der Bogen, den wir, warum uns das vom Anfang an so wichtig war. Wie gehst du damit um? Also ich gehe mal davon aus, oder ich weiß es, wir waren Dienstag bei dir, mein Ältester und ich, wir haben für dich gebetet. Was ist dein Ältester, Dinge, Nico? Oh, was ist ein Ältester? Das ist einer, der mit mir die Gemeinde leitet. Nicht vollberuflich wie ich, sondern er hat noch einen Beruf daneben. Aber es ist jemand, wir hatten ja eine Folge auch über Hillsong und über die Vorwürfe und so. Das ist quasi, wenn ich Mist baue, ist mein Ältester da, um mir zu sagen, Nico, das war Mist, mach's anders. Oder umgekehrt, aber dass da nicht irgendwie da irgendwie komische Verhältnisse zustande kommen. Wie ist das für dich mit dem Glauben zu vereinbaren? Oder wie ist das, wie lebst du mit Gott in so einer Situation? Also es ist so, dass ich schon sehr lange gläubig bin und für mich immer die Entscheidung getroffen habe, also ich bin so sicher, dass es Gott gibt und dass er einen Plan für mein Leben hat, dass ich mich dem wirklich auch unterordnen möchte. Also ich möchte, dass Gottes Wille in meinem Leben passiert. Und nicht mein Wille. Das klingt jetzt erstmal sehr hart, aber für mich ist es Realität geworden, dass ich das auch leben kann. Und ich glaube an den Gott der Bibel und das ist ein Gott, bei dem muss ich nichts leisten. Also er liebt mich bedingungslos und mein Wert hängt nicht von dem ab, was ich leiste. Das ist auch erst sehr gut zu wissen in dieser Situation, in der ich nichts machen kann. Also wenn ich möchte, dass Gottes Wille in meinem Leben passiert, dann ist es für mich so, dass es alles beinhaltet. Also wenn ich auch bete, dann bete ich, ich sag mal, ergebnisoffen. Ich sag Gott ganz klar, was ich möchte und was ich mir wünsche. Das ist wirklich kein schönes Leben. Aber wenn, also ich glaube auch 100%, dass er mich heilen kann. Aber wenn er das nicht tut, dann ist das wirklich okay für mich. Und zwar deshalb, weil er mir so eine Ruhe darüber schenkt und ich so einen Frieden habe, was ich nirgendwo anders bekommen oder erfahren habe. Ich behaupte mal, dass ich, wenn ich mich so in Relation setze zu meinem Umfeld, dass ich mit eigentlich am meisten Frieden habe und glücklich bin und dass es mir psychisch so gut geht, ist für mich ein Wunder. Also das ist medizinisch auch tatsächlich nicht mehr zu erklären. Die Ärzte können sich das nicht erklären. Als logische Folge ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch psychische Erkrankungen entwickelt und die habe ich überhaupt nicht. Mir geht es sehr, sehr gut. Und das ist für mich ehrlich gesagt das größere Wunder. Also es ist nicht so, dass Gott nicht antwortet, sondern er antwortet auf andere Art und Weise. So dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn nicht das, was ich möchte, passiert, dass dann Gottes Wille passiert und dass das auch das Richtige ist. Also ich sag mal so, wenn nicht das passiert, was ich will, dann passiert das, was auf jeden Fall besser ist. Und da hilft mir die Bibel auch sehr, wie in Römer 8, Vers 28 steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Daran glaube ich wirklich sehr fest. Und ja, das ist wirklich total schön. Und deswegen ergreife ich trotzdem ein. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich glaube oft, ja, überschätzt man sich und versucht sehr viel zu kontrollieren. Irgendwie, ob es nun Willensstärke ist oder was auch immer, viele Dinge im Leben zu bewältigen. Aber letztendlich haben wir eigentlich so wenig in der Hand. Und damit meine ich nicht nur Gesundheit oder fehlende Gesundheit, sondern generell sehr viel. Und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass wir nicht zu Gott kommen müssen, wenn gar nichts mehr geht, wenn wir keine Idee mehr haben, was wir machen können, sondern einfach von vornherein ihn mit einbeziehen, ob es jetzt Gutes ist oder Schlechtes. Und wenn dann wieder etwas auf mich zukommt, wieder irgendwelche Rückschläge, dann kann ich damit wesentlich gelassener umgehen, weil ich weiß, dass Gott es kontrolliert. Und ich hatte schon öfter lebensbedrohliche Situationen. Es ist auch ein Wunder, dass ich noch lebe. Und in diesen Situationen war es auch so, dass ich so fest wusste, dass Gott bei mir ist, dass ich komplett ruhig bleiben konnte, sodass mich auch schon die Ärzte darauf angesprochen haben. Und das ist so genial. Und ehrlich gesagt, macht mir das dann gar nicht mehr so viel aus. Also natürlich, wie gesagt, mir geht es wirklich schlecht. Ich kann nichts von dem machen, was ich möchte. Ich bin nicht arbeitsfähig. Ich kann meinen Haushalt nicht bewältigen. Ich kann mir nicht mal mein Essen selber machen. Ich kann keine Hobbys durchführen und alles, was ich gerne möchte, also ich habe so viel im Kopf, was ich gerne möchte, ich schaue richtig mit den Hufen, aber es funktioniert nicht, weil mein Körper mich immer limitiert. Also ich bin sehr fremdbestimmt, aber ich habe trotzdem ja noch die Entscheidung, wie ich damit umgehen kann.
Und ich habe mich wirklich entschieden, mich da Gott anzuvertrauen. Und egal, was ich für Sorgen habe oder welche Gedanken mir in den Sinn kommen, dass ich die mit Gott teile sozusagen. Also wieso, ich setze mich da jetzt nicht irgendwie hin und habe irgendwelche spirituellen Wege oder bin irgendwie sonderlich religiös und setze mich da jetzt fünfmal am Tag hin und bete. Es ist eher wie so ein Freund, mit dem ich zwischendurch auch einfach mal rede. Und ich hatte zum Beispiel im Januar eine Situation, ich habe sehr, sehr viel herausgefunden. Und ja, es geht eigentlich um die Situation, in der ich mich jetzt auch gerade befinde. Und mir ist bewusst geworden, wie schlimm es ist und wie lebensbedrohlich diese Situation ist. Es war nicht so, dass ich Angst habe. Also ich habe nie Angst tatsächlich, seit Jahren. Das ist unglaublich, jedem, dem ich das erzähle, so was. Man muss doch irgendwann Angst haben. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Es ist alles okay. Aber ich habe mir viele Gedanken gemacht. Also es war, ich würde sagen, schon so ein bisschen Gedankenkarussell, dass ich auch mal auch nachts schon drüber nachgedacht habe. Und das ist schon ein Zeichen so, ich denke sehr viel drüber nach. Und dass ich dann nach so 2-3 Tagen, also ich habe immer wieder auch zu Gott gesagt, oh, irgendwie ist es anstrengend und so weiter. Aber nach 2-3 Tagen, ich weiß noch, also es war Anfang Januar, ich bin ins Badezimmer gelaufen, ich wollte Zähne putzen und ich habe gesagt, so Gott, es reicht jetzt, ich kann nicht mehr. Bitte nimm es einfach, ich schaffe es nicht. Bitte schenk mir jetzt Frieden darüber und dass ich eins nach dem anderen bewältigen kann. Ja, ich habe es zu Gott gesagt und seitdem, ich habe nie wieder ein Gedankenkarussell gehabt. Ich habe mir keine Gedanken weitergemacht, die mich belasten. Natürlich belasten mich die Symptome das schon, das hat er auch nicht genommen, aber diese Ruhe, ich möchte das mit nichts tauschen. Also ja, das ist so genial. Das heißt, wie würdest du das sagen? Also du hast eben gesagt, dass du ergebnisoffen betest. Ich frage mich, oder lass mich das andersrum formulieren. Ich erlebe viele Leute, die auch an Gott glauben, die in solchen Situationen sagen, Gott, warum ich? Die dann so, ich überzeichne das jetzt ein bisschen und ich weiß, dass so begegnet mir das nicht. Aber im Grunde genommen, ich habe doch ein Recht darauf, dass es mir gut geht, dass ich entspannt leben kann. Oder ich habe doch nichts, in dem Sinne nichts falsch gemacht. Warum kriege ich das gerade ab? Diese Fragen habe ich bis jetzt von dir noch nicht gehört. Warum? Ehrlich gesagt, stelle ich mir die Frage nach dem Warum gar nicht so wirklich mehr. Also schon seit Jahren nicht, sondern eher nach dem Wozu. Also Okay. Ich überlege, wozu kann Gott das gebrauchen? Natürlich in manchen Momenten, wenn ich im Bett liege und tatsächlich sogar zu schwach bin, um überhaupt aufzustehen, dann denke ich mir auch so, ja Gott, was willst du jetzt? Also wenn ich hier im Bett liege und nicht mal sprechen kann, nicht mal mein Handy in die Hand nehmen kann, wozu soll ich dir dienen? Also was bringt mir das? Aber Gott ist so souverän, dass er mich ja gar nicht braucht, um seine Pläne zu vollführen. Und es ist so, dass ich in solchen Momenten dann auch einfach merke, dass er trotzdem bei mir ist. Also er hat mich nicht verlassen. Ich bin mir so sicher, dass Gott bei mir ist und mich unterstützt, dass ich nicht mal, wie vor etlichen Jahren mal, wo man dann so fragt, Gott, kannst du mir nicht irgendein Zeichen geben, dass du da bist? Ich brauche das nicht. Ich brauche dieses Zeichen nicht. Ich bin so, ach Gott, das ist schon okay. Ich weiß, dass du bei mir bist. Und das ist so genial. Und also ich bin richtig begeistert, merkt ihr vielleicht. Ja, das ist gut so. Ja, genau. Also ich glaube, es ist sehr gefährlich, Kausalitäten dazu zu ziehen, warum es mich erwischt hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr fatal. Und das wird dem Ganzen nicht gerecht. Und ja, also er passt ja trotzdem auf mich auf und von daher ist es wirklich okay. Ich wünsche mir, dass es anders wäre, aber ich habe auch oft schon Situationen erlebt, wo ich Gespräche mit Menschen führen konnte, die sehr, sehr gut waren und dass das so ein bisschen auch ein Türöffner war. Und also ich bin da wirklich trotzdem sehr ermutigt. Und es ist auch nicht so, dass Gott uns versprochen hat, dass alles gut und leicht wird. Das steht in der Bibel nicht. Aber in der Bibel steht, dass wenn wir mit ihm leben, dass er uns nie verlässt. Das heißt, meine Emotionen, die können ja auch total schwierig sein. Die können mich wirklich täuschen. Das hatte ich auch schon erlebt. Ich zum Beispiel an diesem Beispiel, dass ich verlassen fühle. Ich kann mich so fühlen, ich könnte mich so fühlen, dass ich mich verlassen fühle. Ich glaube, das haben auch viele Menschen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Und wenn ich das auch in dem Moment gedacht habe, in der Bibel steht, dass Gott mich nicht verlässt. Und im Nachhinein war es oft so,
dass ich dann auch erlebt habe, dass Gott eigentlich bei mir war. Ich habe es in der Situation einfach nicht gesehen. Und das ist so schön. Also, dass ich mich auf das verlassen kann, was in der Bibel steht und nicht auf meine Emotionen, nicht auf äußere Umstände. Und das ist, ja, das ist wirklich gut. Klasse. Das heißt, ganz pointiert gefragt, ich hatte unter einer Predigt, unter dem Reel, was wir gepostet haben, einen Kommentar, den ich mir für heute aufgespart habe, weil ich dachte, du kannst es vielleicht besser beantworten. Da hat eine gefragt, also es ging um Gebet, aber was soll ich machen, wenn man betet und wirklich Hilfe benötigt und keine Antwort oder bestimmte Hilfe bekommt? Also weiter du hast ein paar bitten. Sachen schon mal angesprochen, aber vielleicht kondensiert, sage ich mal, was ist deine Strategie in diesem Karussell oder wie man es beschreiben möchte, wenn man denkt, okay, Gott, jetzt ist wirklich kurz vor knapp. Eigentlich musst du jetzt eingreifen, sonst kann ich das nicht mehr weitermachen. Was sind da deine... Ja, auf jeden Fall weiterbeten. Also ich glaube nicht, dass Gott nur weiß, was das Richtige ist, sondern auch, wann der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt so einen Spruch, der heißt so, Gott kommt immer spätestens rechtzeitig. Aber das stimmt. Also ich bin jetzt gerade in einer Situation, hatte ich vorhin schon angesprochen, es gibt keinen Ausweg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber das Gute ist, wenn man mit Gott lebt und eine Beziehung zu ihm hat und wirklich mit ihm unterwegs ist, dass man sich eigentlich, und das versuche ich gerade, einigermaßen entspannt zurücklehnen kann. Ich habe zu Gott gesagt, da musst du mir jetzt helfen. Ich kann das nicht. Es gibt keinen Ausweg. Aus menschlicher Sicht ist hier gerade Ende der Fahnenstange. Und ich glaube aber, dass er eingreifen kann und dass es so wird, wie er es geplant hat, auch zum richtigen Zeitpunkt. Also weiter beten auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall auch in der Bibel lesen. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und ich habe Gottes Stimme nie akustisch oder so gehört, aber in der Bibel tatsächlich. Also ich hatte auch, ich habe ganz bestimmte präzise Situationen gehabt, in denen ich Gott wirklich gefragt habe, was ich tun soll. Ich hatte ein Gefühl, in welche Richtung es gehen könnte, aber ich habe so eine eindeutige Antwort in der Bibel bekommen, dass ich mich nicht täuschen konnte. Ich habe ihn trotzdem nochmal gefragt und ich habe auch tatsächlich nochmal eine Antwort bekommen und es war nicht die Tendenz, die ich hatte. Und ich habe gesagt, okay Gott, wenn das jetzt so ist, dann musst du mir aber jetzt Ruhe darüber schenken, weil das ist eigentlich meine größte Sorge gewesen, dass ich da dann nicht mehr klarkomme, wenn ich mich so entscheide. Und er hat mir diese Ruhe gegeben. Also von dann an war alles okay. Und mir ist bewusst geworden, ich bin nicht von Ärzten abhängig, von irgendwelchen Sozialsystemen, die mich tatsächlich auch 0,0 versorgen. Sondern ich bin wirklich von Gott abhängig. Und also Bibel lesen auf jeden Fall, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und ansonsten auf jeden Fall auch mit den Zweifeln und Sorgen zu Gott kommen. Also ich glaube, Gott kann das absolut vertragen, wenn man auch wütend ist und ihm das sagt. Also egal was ist, nicht sich von Gott abwenden, wirklich das zu ihm bringen. Also es gibt in der Bibel auch in den Psalmen auch sehr gute Psalmen, mit denen man sich vielleicht auch identifizieren kann und wo es im Endeffekt aber trotzdem, wie man wieder da hinkommt, wie ich persönlich zum Beispiel also auch dankbar bin für Gottes Führung und seine Leitung. Und das in jedem Fall. Und was ich vorhin schon gesagt habe, sich auf jeden Fall an den biblischen Wahrheiten festhalten, nicht an Emotionen oder äußeren Umständen, sondern das, was in der Bibel steht, egal zu welchem Zeitpunkt es ist, ist es wahr. Und was mir auch noch einfällt, auf jeden Fall mit anderen Menschen sprechen. Dafür ist Gemeinde da. Dafür hat man vielleicht auch sehr gute Freunde, mit denen man auch zusammen beten kann. Man muss es nicht alleine tragen, man muss ja nicht alleine durch. Und auch ein wichtiger Punkt, ich glaube, der wird oft irgendwie vergessen, aber Seelsorge ist auch echt wichtig. Also, dass man Seelsorge in Anspruch nimmt, Gespräche in Anspruch nimmt und vielleicht nicht an dem Punkt, wenn eh nichts mehr geht, dann kostet das mehr Kraft, sich daraus zu arbeiten. Aber vielleicht auch schon so ein bisschen präventiv, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht mit einer Sache nicht mehr so gut klarkommt oder dass man einfach ein bisschen Unterstützung auf seinem Weg braucht. Und ja, da seid ihr bestimmt auch gute Ansprechpartner und Mitarbeiter helfen. Genau, das denke ich sehr wichtig, ja. Gestern saß ich in meiner Kleingruppe. Von daher der Punkt mit Gemeinde, den kann ich auf jeden Fall unterstreichen, dass Gemeinde in so einer Situation wichtig ist. Und ich habe gedacht, wie ähnlich eine Entwicklung ist von jemand in meiner Kleingruppe, wo im Grunde genommen auch die Ärzte, sagen wir, lange Zeit überhaupt nicht, und ich glaube, das ist bis heute an den meisten Stellen
ihm überhaupt nicht helfen konnten, was jetzt gerade mit ihm passiert und warum das gerade so ist, dass ich aber dann auch gedacht habe, Ika, wie kommt man manchmal auch mit dem Frust klar, nicht verstanden zu werden? Also auch vielleicht, und du kannst gleich sagen, dass das ganz anders ist, aber bei manchen bestimmt auch mit der Situation konfrontiert zu sein, dass man denkt, geben die sich jetzt überhaupt Mühe? Also ist das etwas, wo der sich jetzt Gedanken macht? Oder ist das nur sein Baukastensystem und ich passe halt überhaupt nicht in sein Baukastensystem? Und dann, ich wäre wahrscheinlich geneigt, an der einen oder anderen Stelle sauer zu werden. Oder irgendwie doch ein erhebliches Maß an Frust zu schieben. Und wie man damit klarkommt, auch gerade wenn es ist ja nicht nur so, ja, du hast halt gerade mein Fahrrad nicht repariert gekriegt, sondern es geht um mein Leben und da dann entsprechend nicht geholfen zu bekommen. Wie erlebst du das? Also erstmal habe ich erlebt, dass wenn ich mich darüber aufrege, dass sich dadurch gar nichts ändert. Also dadurch wird mir nicht mehr geholfen. Okay. Egal wie stur oder konsequent ich dranbleibe, aber es lohnt sich, beharrlich zu sein. Alles, was ich vermutet habe, die ganzen letzten Jahre, ich habe sehr, sehr viele Diagnosen und Beschwerden, alles hat sich bestätigt, ausnahmslos. Ich glaube, dass viele Menschen ein sehr gutes Körpergefühl haben, also auf jeden Fall auf sich selbst hören. Und ganz ehrlich, ich heule auch. Also ich heule auch öfter und ich glaube, das ist völlig okay. Ich finde viele Dinge schade und wenn ich sie dann schade gefunden habe, dann geht es aber tatsächlich auch recht schnell wieder. Also bei mir hält es zum Glück nicht so lange an, wenn ich es aber auch vernünftig rauslasse und auch bearbeite. Das kann manchmal eine halbe Stunde sein, manchmal 2 Stunden und manchmal auch 2 Tage. Ich habe aber dieses Erfahrungswissen gemacht in der Situation, in der es mir sehr schlecht geht. Und ich hatte es vor ein paar Monaten auch wieder die Situation, 3 Tage hintereinander habe ich nur schlechte Nachrichten und Ablehnungen bekommen. Das hat mich richtig genervt. Also da habe ich auch echt mal ordentlich geheult und das hat mich wirklich auch aufgeregt. Aber ich wusste in dieser Situation, okay, ich muss es jetzt rauslassen, aber mir geht es nächste Woche sowieso wieder gut. Weil Gott mich dann nämlich rausholt und weil ich weiß, dass ich auch nicht davon abhängig bin und dass er das so führt, wie es sein soll. Es ist unglaublich anstrengend. Ich verstehe es nicht, warum. Ich verstehe selbst nicht, warum es mich so viel Kraft kostet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich jemals darauf eine Antwort bekomme. Aber es ist so. Und ich glaube trotzdem, dass da die richtige Adresse auch Gott ist, aber auch auf jeden Fall mit anderen Menschen sprechen. Und Vielleicht kurz eine Sache, weil sie könnte vielleicht einem Zuhörer so vorkommen. Ich musste an die Corona-Zeit denken. Meine Frau kommt aus den USA, von daher höre ich auch von da immer mal ein bisschen was. Und da gab es immer wieder Pastoren, die dann auch angefangen haben, das Gebet gegen Medizin auszuspielen. Ich glaube, dann gab es so Sachen wie, wir beten mal eben Corona weg oder Corona kommt nicht über die Türschwelle von einer Gemeinde oder so. Dann wurden die Masken weggelassen und so. Jetzt könnte man vielleicht denken, dass wenn du gerade auch schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass du dann sagst, gut, dann bleibe ich bei Gott und dann sollen mir die Menschen alle egal sein. Wie ist für dich dieses Verhältnis von, okay, ich glaube und Gott kann mich heil machen, aber ich gehe trotzdem zum Arzt, auch wenn es vielleicht an manchen Stellen frustig ist. Warum bist du da noch so unterwegs in diesem, ich sag mal, Kombi-mäßigen? Ja, also ich glaube 100%, dass Gott heilen kann und dafür keine Ärzte braucht. Aber warum sollte ich nicht zu einem Arzt gehen, wenn Gott die Möglichkeit nutzen könnte, auch mir mit Hilfe von Ärzten zu helfen? Damit würde ich dann ja seine Möglichkeit, mir helfen zu wollen, und würde ich ja nochmal einschränken. Also das wäre für mich ehrlich gesagt nicht logisch. Also warum sollte ich das tun? Es ergibt für mich keinen Sinn. Also in Jesaja steht ja auch, dass Gottes Wege und Gedanken viel höher sind als meine bzw. unsere. Und von daher, ich muss es nicht verstehen, aber für mich ist es dann auch eine Möglichkeit, trotzdem weiter dran zu bleiben. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott da unterschiedliche Möglichkeiten hat. Und ich würde ungern bestimmen, was die Möglichkeiten sind. So. Ja, gute Antwort. Weil, also das ist tatsächlich auch was, wo ich dann dachte,
da kann man dann ganz gruselige Sachen mit Glauben und so anstellen und oder dann von Dingen enttäuscht sein, wo Gott sagt, okay, ich hatte einen anderen Weg vor, aber den hast du mir gerade, heißt nicht, dass Gott nicht auch dann Umwege mit einem geht, aber ich denke auch, er hat uns einen Körper gegeben und einen Kopf, die beiden Dinge darf man auch gerne kombinieren. Und, auf jeden Fall. Also es heißt ja nicht nur, weil ich jetzt an Gott glaube und glaube, dass er Wege hat, die vielleicht meinen Verstand übersteigen, heißt es ja nicht, dass ich meinen Verstand ausschalten muss. Also ich bin ja auch ein sehr rational denkender Mensch. So, ja. Ich muss noch mal eine Frage stellen, die, wo ich nicht weiß, ob du darauf antworten willst, weil das wäre für mich gerade so eine Frage, wo ich verstehen könnte, dass die zu emotional ist oder dass du vielleicht gar nichts dazu sagen willst. Aber sagen wir, ich denke die ganze Zeit, du bist in dem Alter meiner Tochter, Nikos Schwester. Und wenn ich mir das vorstelle, du wärst meine Tochter, ich würde als Vater, also das wäre ziemlich schwierig. Und für mich ist die Frage, wie das gerade, wie du das erlebst, auch, sagen wir, manchmal kommt man ja dann in eine Situation, wo man sieht, wie Leute im direkten Umfeld leiden, auch an deiner Situation, und dass es diese merkwürdige Situation gibt, dass du betroffen bist, aber sagen wir, du dann auch dir überlegst oder du in der Situation bist, wie helfe ich jetzt meinen Leuten auch damit umzugehen? Da ist meine Frage, wie du das gerade erlebst, wie das für dich ist. Ja, es ist schwer. Ich würde sagen, es ist auch eins der Dinge, die ich am schwierigsten finde, emotional betrachtet. Es ist so, nehmen wir jetzt mal das ganz harte Beispiel Tod. Wenn ich sterbe, es kann passieren, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Auch das ist bald passiert. Muss nicht. Ich kann auch 70 Jahre leben, ich weiß es nicht. Aber nehmen wir dieses Beispiel mal. Ich weiß, wo ich bin und ich freue mich auf den Himmel. Ich weiß, dass ich bei Gott bin und es wird super. Aber ich weiß auch, wen ich zurücklasse, und ich habe sehr, sehr viele liebe Menschen in meinem Umfeld, die mich so unterstützen, die immer für mich da sind. Ich habe echt viele Menschen, wo ich weiß, ich kann sie Tag und Nacht anrufen, umgekehrt auch. und das ist schon schwierig. Also ich lebe eigentlich so ein bisschen in der Spannung, dass ich Dinge erzählen muss und möchte, einfach weil ich auch ein offenes Ohr oder vielleicht mal eine Umarmung brauche, das hilft mir. Aber gleichzeitig auch nicht zu viel zu sagen oder so, weil ich nicht möchte, dass andere sich zu viele Sorgen machen. Allerdings weiß ich ja auch immer, mit wem ich spreche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, meine Mama, die weiß sowieso alles, die merkt mir das an. Ja. Und ich brauche ihr nichts vormachen. Ich kann ihr sagen, wie es ist, und damit kommt sie dann auch am besten klar. Ich bin auch so ein Mensch, ich brauche einfach die Fakten auf dem Tisch und muss sich überlegen, okay, was mache ich jetzt damit, wie kann ich das entscheiden? Und das ist sie zum Beispiel auch, deswegen lohnt es sich nicht, da irgendwas zu verbergen. aber es kommt natürlich darauf an, mit wem ich spreche. Und da ist es wirklich nicht leicht. Nee. Aber ich denke mir so, Gott versorgt ja auch die Menschen um mich herum. Er versorgt ja nicht nur mich. Und das ist für mich gut zu wissen, weil im Endeffekt habe ich nicht die Kraft, das aufzufangen, ehrlich gesagt. Und die brauche ich aber ja auch nicht haben. Also ich versuche mich ein bisschen davon zu distanzieren, auch wenn das kaum möglich ist. Das ist ein großes Spannungsfeld. Ja, das verstehe ich. Ja. Ich lerne meine Fragen. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage, die wie kommt man auf diesen abwegigen Gedanken, von der wunderschönen Stadt Bremen nach Oldenburg ziehen zu wollen? Das kann man doch nicht wirklich ernsthaft überlegen. Man muss gezwungen werden. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also ich wohne mit meiner besten Freundin zusammen. Sie ist meine Mitbewohnerin und sie hilft mir unglaublich viel. Ich hatte vorhin schon angesprochen, dass ich sehr eingeschränkt bin. Und sie startet eine neue Ausbildung und deswegen ziehe ich mit. Genau. Das ist sehr klasse, dass Freundschaft so weit gehen kann, und das ist echt super. Ja.
Ja, ich bin ja auch unglaublich dankbar. Und es ist auch so schön, dass das mit meinen Erkrankungen nicht nur Thema ist. Ich habe sehr viele gute Freundschaften und ich kann auch nicht über meine Erkrankungen sprechen. Es ist, Genau. Es ist manchmal schwierig, ehrlich gesagt. Also es kann sein, dass andere Menschen schnell genervt reagieren. Vielleicht ist das Thema Erkrankung auch ein Thema, was irgendwie immer negativ assoziiert ist, logischerweise. Aber es ist eben auch so, dass es für mich oft sehr schwierig ist, es nicht zu erwähnen, besonders auch bei Smalltalk-Themen, weil es jeden Lebensbereich betrifft. Und ich bin manchmal, ehrlich gesagt, relativ verzweifelt, wie ich etwas erzähle oder erkläre, ohne meine Erkrankung zu erwähnen. Das ist manchmal sehr herausfordernd. Aber es gibt auch sehr viele andere Dinge, über die ich gerne spreche, für die mein Herz brennt. Und genau, da finde ich das auch echt schön. Trotzdem irgendwie auch, Marco, ich glaube, du hattest vorhin schon mal die Technik erwähnt, dass ich auch einfach vom Bett aus telefonieren kann. Oder genau, das ist total hilfreich und es ist auch wirklich wichtig, da denke ich, soziale Gibt es sowas in deiner Situation, dass du sagen würdest, ich habe ein Hobby, ich habe irgendwas, was ich leidenschaftlich trotz meiner Situation, dass ich irgendwie verfolgen kann, was Schönes? Nein, leider nicht. Also außer der Austausch mit anderen. Ja. Sonst ist tatsächlich nichts möglich. Also ich bin so eingeschränkt, es geht gar nichts eigentlich. Verstehe ich. Okay. Ja. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du so offen geredet hast und dass wir ein bisschen Einblick gehabt haben in dem, was dich beschäftigt und gerade auch, welche Rolle dein Glauben spielt. Und ich glaube, also das ist etwas, wie du da mit Jesus unterwegs bist, wie du ihm weiter vertraust, wie dein Blick in diesen dunklen Momenten auf diesen hellen Jesus konzentriert bleibt und welche Auswirkungen das ganz praktisch hat, ich finde das klasse und ich finde es ermutigend. Ich glaube, das ist für die Leute, die das mitkriegen, ist das auch etwas, was ganz stark ermutigend ist. Vielen Dank. Das hoffe ich auch und ich hoffe auch, dass mehr Menschen sich bewusst werden, dass das Leben hier auf der Erde echt kurz ist. Mir hilft es sehr, das Leben hier eigentlich, ihr hattet vorhin auch gefragt, wie man das aushält, auch die ganzen Rückschläge. Eigentlich ist das Leben hier sehr kurz. Die Ewigkeit ist unvorstellbar lang. Und es wartet so ein schönes Leben auf uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Gott hat versprochen, es werden alle Tränen abgewischt werden. Es wird kein Leid mehr geben. Und wenn ich das Leben hier mehr aus der Ewigkeitsperspektive betrachte, dann nimmt es das Leid nicht. Aber es macht es erträglicher. Und ich merke, wenn es mir auch mal schlecht geht, dass ich versuche, die Perspektive darauf zu richten. Und das ist wirklich sehr hilfreich. Cool. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Besser hätte man es nicht wählen können. Auch. Von daher, vielen, vielen Dank dir nochmal auch für die tiefen Einblicke und auch für die Ehrlichkeit. Auch wenn dich das eventuell jetzt kräftemäßig ein paar Stunden erstmal ausruhen kostet, wir wissen das sehr zu schätzen. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat sehr Spaß gemacht. Und nochmal zu sagen, also ich hoffe, dass wir werden das sehen am Dienstag, wer das macht und wir werden das auch weiter verfolgen. Wenn du aufgrund dieses Podcasts Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wir bemühen uns wirklich auf jede Frage oder so zu antworten. Oder eine andere Möglichkeit ist, wenn du nicht das so öffentlich machen willst, über die Kommentarfunktion bei YouTube, kontakt@glaubtkeinschwein.de. kontakt@glaubtkeinschwein.de. Darüber kannst du uns gerne eine Mail schreiben. Und wenn du was für Ilka hast, eine Frage oder so, wir leiten das auch gerne weiter. Nutzt das gerne. Ich würde sagen, das ist es, oder? Ja. Mein Sohn wird gerade laut im Hintergrund, von daher wir haben perfekte Zeit abgepasst. Ja, gute Zeit aufzuhören. Und auf jeden Fall. Ich dachte vielleicht noch die Sache, wenn du irgendwas hast, worüber du gerne einen Podcast hören möchtest. Wir machen uns immer Gedanken und wir nehmen im Endeffekt das, was wir in unserem Leben gerade sehen, was uns bewegt und geben das weiter und hoffen, dass es einen Mehrwert für andere hat. Aber wenn du sagst, hey, ich habe da Themen, die habt ihr noch nicht gemacht und die würde ich gerne, wir haben ein paar Netzwerke, wo wir nach Leuten suchen können, um da einfach nach Antworten für dich zu suchen.
Von daher, macht das gerne. Entweder an die E-Mail oder in Kommentare. Oder es gibt eine Umfrage, glaube ich, auf unserem Kanal. Ja, ganz genau. So eine Community-Version, da, wo man das auch reinschreiben kann. Und das lesen wir auch. Genau. Von daher, macht das gern. Aber soweit erstmal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss.